Ich bin Präsident des Neusser Reiter- und Rennvereins. Das mache ich mittlerweile seit mehr als 10 Jahren. Habe alle Höhen und Tiefen des Vereins schon erlebt. War in der Vergangenheit ab und zu pessimistisch, aber mittlerweile bin ich da sehr, ja, ich will mal sagen, schaue der Zukunft mit sehr viel Freude entgegen und glaube, dass wir hier unseren Standort noch weiterentwickeln können. Ist ein bisschen mühsam, das weiß man, dass alle Vereine in den vergangenen Jahren etwas Schwierigkeiten hatten. Aber die Zeichen sind eigentlich ganz positiv. Also es geht nach vorne und wir wollen auch sehen, dass wir über unsere Wintersaison hinaus auch den einen oder anderen Termin im Sommer kriegen, sodass für unsere Besucher nicht nur die ungemütlichen Wintermonate zur Verfügung stehen, sondern auch der Sommer. Aber das ist noch etwas Zukunftsmusik. Wir sind eigentlich eine der ältesten Rennbahnen in Deutschland. Hatten in der Vergangenheit immer Rennen auf Gras, haben dann vor 15 Jahren diese Sandbahn gebaut mit sehr viel Aufwand. Und veranstalten seitdem Sandbahnrennen neben unseren Grasbahnrennen, haben jetzt uns im Grunde genommen ausschließlich auf die Sandbahn konzentriert und veranstalten von Dezember bis März die Saison, wo andere Veranstalter eben nicht veranstalten können und sind da eigentlich ein fester Bestandteil im Rennsport, weil wir diese Winterveranstaltungen dringend nötig haben für das Gesamtwettprogramm im Jahr. Der Beginn der Sandbahnsaison ist auch für uns immer kein Problem, auch für die Aktiven nicht. Nach 3 Monaten würde man auch gerne wieder Pferde auf Gras sehen und nicht nur auf Sand laufen sehen. Aber es ist eigentlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, weil wir ansonsten in der Zeit von November bis März keine Rennen in Deutschland veranstalten können. Dafür sind die Sandbahnrennen eben erforderlich und notwendig. Wir besetzen damit eine Nische, die auch, ich sag mal, unserem Verein im Grunde genommen die Möglichkeiten gibt, sich in dem Gesamtrennsport zu platzieren. Wir hatten in der Vergangenheit natürlich viel interessantere Rennen auf Sand. Das ist aber wieder das Problem des Geldes. Wir hatten ja hier im Grunde genommen mit dem Sandbahn Grand Prix auch mal Rennen, wo man sagen konnte, das hatte internationalen Charakter. Da müssen wir auch wieder hinkommen. Und ich bin aber auch optimistisch, dass wir das in den nächsten Jahren wieder hinkriegen, sodass wir auch im Winter die Highlights setzen können und nicht nur den Sport bieten, wo man sagt, okay, das ist nicht unbedingt die obere Klasse, die läuft. Hatten wir in der Vergangenheit und das muss auch das Ziel sein, die wieder auf Sand zu bekommen.